Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Folge hier von unserem Haus am See. Langsam aber sicher nimmt es hier ganze Gestalt an. Und letztes Mal haben wir hier unter anderem hier oben den Flur und das Schlafzimmer eingerichtet. Und draußen ein bisschen den Balkon. Und ich habe mir wieder fleißig eure Kommentare durchgelesen. Dankeschön erstmal dafür. Und ihr meintet, Anna, können wir nicht die Gardine hier ein bisschen im grünlichen Ton halten? Aber natürlich können wir das. Natürlich können wir das. So, die Steintapete findet da super. Das finde ich schon mal, finde ich auch super. Das finde ich auch super. So, wir hatten hier doch noch irgendwo so diese kleinen Mini-Tapeten, Gardinen, oder? Obwohl nicht hier, das kann hier in diesem Grün bleiben, oder? Ja, passt zu den Dingern, genau. Und dann habt ihr alle gesagt, jo, also Balkönien hier oben sieht super aus, aber ein bisschen nagelig. Und da können wir noch ein bisschen was abändern. Das kriegen wir natürlich selbstverständlich hin. Die kleine, und eine Yogamatte habt ihr drauf geschrieben. Dann haben einige geschrieben, dass eine Yogamatte draußen auf dem Balkon eigentlich ganz cool wäre. Und ein paar Balkonkästen und so weiter und so fort. Und das sollten wir, denke ich, hinkriegen. Dann haben wir ja hier oben noch einmal das kleine Badezimmer. Das können wir ja jetzt schon mal nebenbei ein bisschen anfangen. Ich würde sagen, wir bleiben einfach uns treu und bleiben hier in diesem Ton. Ne? So, let's go. Und was haben wir unten für einen Boden genommen? Da haben wir Holzboden genommen. Ja, dann nehmen wir genau den gleichen. Da machen wir jetzt hier nicht so große Unterschiede. So. Und machen hier einfach ein bisschen, ich würde sagen, jetzt gar nicht so viel. Vielleicht nur eine Dusche und ein Klo und ein Waschbecken. Ist ja nur ein kleines Badezimmer, oder? Ja, würde ich schon sagen, machen wir eigentlich so fast gleich. Oder wollen wir da eine Badewanne reinstellen oben? Fangen erstmal mit der Toilette an. Wir gucken mal, was wir hier Schönes an der Toilette hier haben. Was haben wir denn da unten für eine genommen? Weil meistens sind ja die Ferienhäuser, sind ja doch, wenn man sowas hat, eigentlich immer alles gleich. Oder da haben wir jetzt nicht so fancy Änderungen. Können wir hier das Klo hinmachen? Oder ist es zu nah an der Tür? Ich würde, glaube ich, hier auch eine Badewanne füllen, merke ich gerade. Also irgendwie gibt mir das so ein bisschen Badewanne-Vibes. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, eine Badewanne wäre eigentlich schon ganz nice. So, dann haben wir hier eine Klorolle. Let's go, let's go. Was können wir hier noch schon machen? Ich finde ja auch das hier immer so super schön, ne? Das ist auch so ein cooles Objekt, finde ich. Ich finde, es passt immer so schön in jedes Badezimmer und wertet das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob es euch nur so geht oder mir nur so geht, aber mir geht es auf jeden Fall so. Eigentlich wäre es ja schon cool, wenn wir hier so eine Holzwanne hätten, oder? Vielleicht auch eine bisschen schönere Wanne, aber oder die hier aus, weil die hat gar nicht so viel Reinigung, oder? Hygiene 1, die hat Hygiene 6. Guck mal, wenn wir die hier aus Eco Living nehmen, ich glaube, das könnte schon cool werden, oder? Mit so einer Badewanne hier drinnen. Das wäre, glaube ich, schon fancy. Dann haben sie nämlich beides. Dann können sie oben ganz entspannt baden und unten können sie duschen. Und dann können wir hier vielleicht einfach nur so ganz lapidar, ganz einfach hier so ein Waschbecken hinzimmern. So, darüber kommt dann ein kleiner Spiegel und dann ist das Ganze schon geritzt, oder? Finde ich, glaube ich, cool. Ich bin wieder sehr gespannt auf eure Kommentare. Ihr seid da immer fleißig mit dabei. Ich liebe es immer, das zu lesen. Und ich hatte euch ja in der letzten Folge ja gefragt, was machen wir denn als nächstes? Habt ihr Ideen? Ich hatte ja was gesagt, euch vorgeschlagen, dass wir das, dass wir ein Gym bauen, was meine Community Challenge ja zurzeit ist, zu finden, die Regeln auf meinem Discord. Die Verlinkung findet ihr unten in der Infobox. Könnt ihr sehr gerne vorbeikommen. Da machen wir immer süße, kleine Community-Projekte, die immer sehr gut ankommen. Das freut mich auch immer jedes Mal. Und da haben wir das Gym, habe ich euch vorgeschlagen. Und dann war noch das Schloss. Und laut euren Auswertungen wollt ihr, also das, was ich so lesen konnte, wollt ihr, dass die nächste Baureihe das Gym wird. Und dann, let's fets, habe ich ja gesagt, bin ich relativ, ne, mir ist es wurscht, dann wird als nächstes bauen wir das Gym. Das wird bestimmt auch mega cool. Ich habe tatsächlich noch gar keine Ahnung, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Bin ich selber total gespannt, aber ich wusste das auch ehrlich gesagt gar nicht bei,
Bei dem hier, bei dem Projekt hier, da wusste ich das auch nicht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt und wie wir uns das vorstellen können und so weiter und so fort. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, 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 sehr happy über dieses Bauprojekt. Und mich freut es auch total, dass ihr das auch so cool annehmt und ihr das gut findet. Und obwohl einige schon geschrieben haben, das wurde ich letztens auch auf Twitch gefragt. Ja, wo machst du denn mal wieder deine Let's Play-Reihen weiter mit Lilly und so weiter und so fort? Werde ich auch demnächst weitermachen. Aber ich habe es euch ja schon mal gesagt, da bin ich sehr ehrlich zu euch. Ich hatte so ein bisschen, ja, so ein kreatives Tief. Wisst ihr, wie ich meine? Das war so ultra schwer irgendwie, man muss sich ja ein bisschen was ausdenken, aber man hat ja auch ein bisschen so einen Leitfaden, aber ich wusste ja nicht, in welche Richtung sollte das gehen, wie soll sich das alles entwickeln und ja, macht das jetzt überhaupt noch Sinn, habe ich überhaupt noch Spaß an der Reihe und ja, das ist dann immer so, zusätzlich ist es immer so ein immenser Druck, der dann neben, weil die letzte Zeit auf Arbeit war, das war mir auch sehr, 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 sehr anstrengend und ich hatte einfach überhaupt gar keinen Elan, irgendwie so viele Let's Plays und dennoch nebenbei Stream und sonst irgendwas. Deswegen habe ich da Lilly und Tiano ein bisschen pausiert, weil ich einfach selber so ein bisschen die Pause brauchte, um nicht selber so ein Overkill zu bekommen. Aber ich denke, wir könnten bestimmt demnächst mal wieder reinschnuppern und schauen. Nee, das sieht nicht gut aus. Und schauen, dass wir da noch irgendwas Schönes gezaubert bekommen. So, ich fand irgendwie den Baum ganz witzig. Fand es ganz keck irgendwie so hier mit der Eule und so, weil ich generell dieses Objekt voll süß finde. Vielleicht machen wir hier jetzt noch so ein bisschen Ebisel-Biesel-Handtücher ran. Das kommt ja auch immer sehr gut. So, machen wir mal hier so einen Abwaschhandtuch und ich finde Bademantel immer noch so super cool. Ich bin auch so ein absoluter Bademantel-Mensch. Ich finde Bademantel so cool und so toll und so cozy. Und ich nehme tatsächlich am Wochenende ja meistens meine Videos auf und ich gehe morgens dann immer duschen und habe dann meistens in den Aufnahmen auch einen Bademantel an. Ja, so sieht's aus im Schneckenhaus, sage ich euch. So sieht's aus. So, schauen wir mal. Ich finde ja den Seifenspender immer noch. Also ich sage immer, dass es ein Seifenspender ist. Ob es jetzt letztendlich einer ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es ganz cool. Und vielleicht können wir ja hier, vielleicht sieht es ja ganz nice aus, wenn wir dieses Objekt hier noch hinmachen. Wenn man denn baden will, dass man sich denn da, weil sonst verdecken wir die Euli so. Deswegen dachte ich mir so, das passt vielleicht da ganz cool hin. Und vielleicht können wir hier in der Ecke noch so eine Efeutute hinhängen. Einfach so ein bisschen zum Runterbäumeln lassen, damit wir noch ein bisschen Flanzels hier reinkriegen. Oder? So ein bisschen Flanzel. Passt, oder? Obwohl, ist die zu groß? Ist die zu groß? Wir schauen mal. Wir hatten doch eigentlich aus, noch ein normale Phänomene. Da hatten wir doch auch so eine Hängelampe, wenn mich nicht alles täuscht. Man müsste sie nur finden. Man müsste sie nur finden. Wo ist denn sie hier? Hallo? Hängelampe. Wo bist du? Ich bin bestimmt schon vorbeigerollt. Ich kenne mich. So, nochmal. So. Da. Nehmen wir die, weil die hängt nicht so tief. Und die kann man denn hier schön so heranzimmern. Finde ich süß. Finde ich, ist ein cozy. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, ob wir noch einen Teppich reinmachen oder nicht. Haben wir unten einen Teppich reingemacht? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Aber irgendwie kommen wir immer wieder auf diesen Flauschi-Teppich zurück. Kann es sein, dass wir alle so ein bisschen Flauschmäuse sind? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind die Flauschmausis. Ich habe so wirklich das Gefühl, wir sind die Flauschmausis. Aber, oh, wartet mal, dann können wir ja hier die hier auch nehmen. Nee, warte, die... Und die, weil wir haben ja hier oben jetzt eine andere genommen, aber dann bleiben wir da wenigstens so ein bisschen gleich. So. Ja. Ich find's cozy. Hier kann man sich schön ein Bad einlassen. Yes. Gebongt. Taka. So, ihr habt hier gesagt, Tür. Gehe ich mit euch mit? Fand ich ja von Anfang an nicht gut.
Aber mir ist was eingefallen, Leute. Warum habe ich nicht eigentlich meine Lieblingsgartenterrassentür genommen? Ich habe das schon immer so oft erzählt, auch in den Streams, dass das hier meine Lieblingsgartentür ist. Die ist ein bisschen schmaler, die ist ein bisschen kleiner. Und wenn wir sie in diesen Braunton nehmen, dürfte sie doch eigentlich hier wunderbar reinpassen, oder? Nun, weiß ich auch nicht. Aber ja, vielleicht finden wir sie ja noch in... Aber vielleicht nehmen wir auch einfach das Grün. Das ist nochmal so ein Aufheller, wisst ihr, wie ich meine? Nee. Irgendwie passt die nicht. Jetzt bin ich sad. Was ist, wenn wir die so nehmen? In diesem Schwarz? Das passt, oder? Da müssen wir das hier... Ihr müsst sagen, dass es passt. Sonst bin ich traurig. Ihr müsst sagen, dass es passt. Und dass die nicht so wuchtig ist wie die andere, oder? Nee, doch. So kann man das lassen. So, finde ich, kann man das lassen. Ja, doch. So kann man das lassen. Jetzt bin ich happy. Ein bisschen mehr happiger. So, und ihr habt gesagt, Blumenkästen wollt ihr hier ran haben. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen, weil ich weiß nicht, ob ihr wollt, dass ich hier einen Nervenzusammenbruch kriege, wenn ich das da jetzt alles hochzische. Aber wir probieren's, ne? Bin ja da nicht so. Dass ich auch nie wieder, dass ich auch nicht diese Tastenkombi hinbekomme. Mit diesen blöden Hochleveln. So, feini, 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 so. Ah, genau richtig. So, finden wir die jetzt aber schön? Das ist eine andere Frage. Das ist jetzt eine andere Frage, aber ich glaube, die könnte man eigentlich nehmen, oder? Die sind eigentlich ganz cute. Eigentlich sind die ganz cute. Haben wir die auch noch im dunklen Holz? Ja, so. Sind die eigentlich, oder die hier? Die sind auch süß, oder? Was ist denn, wenn wir die nehmen? Wir backen mal die hoch. Die finde ich hier eigentlich auch immer schön, weil die so ein bisschen schlichter sind. Ja, ich glaube, die ist besser, oder? Ja, als diese Dinger. Die passen auch hier besser zu dieser Umrandung. Dann nehmen wir die hier. Easy. Die ging ja doch einfacher als gedacht. Mama. So. So, ready. So, weiß ich jetzt nicht, ob mir das so gefällt, aber haben wir den Salat, ne? So, wir müssen nochmal neu machen, weil es so schön war. Weil es so schön war und wir ja auch üben wollen, machen wir das nochmal von vorne. So, haben wir das jetzt hier auch fest, die Blumenkübelze, das finde ich eigentlich ganz nett. Jetzt war ich noch am Überlegen, ob wir hier eventuell nochmal, um so ein bisschen das aufzupeppen. Das sieht auch ein bisschen doof aus, oder? Wenn das hier nicht so richtig rauskommt, aber das können wir hier machen, oder? Was haltet ihr denn davon, wenn wir das hier, weil wir ja hier eh Flancels hin machen. Da kommen ja noch die Bushis hin und die Flancels. Da könnten wir ja eigentlich rein theoretisch das so machen. Oder? Jo. So ein bisschen noch hier so ein Ewig. Hier machen wir noch was hin. Hier ist noch schön. Das hier vorne bin ich eigentlich schon fast happy, happy. So, jetzt hattet ihr noch gesagt, was noch ganz cool wäre, wäre so ein kleiner Beistelltisch für so ein bisschen so Romantik. Für so ein bisschen so Romantik. Ich hatte das auch überlegt gehabt. Aber, listen, Kinders, listen. Und zwar könnten wir uns auf den einigen. Eventuell machen wir denn da diese Champagnerflasche für romantische, ne, romantische Abende. Oder wir nehmen das aus Eco-Living. Wir haben doch in Eco-Living, haben wir doch das Wasserglas-Gedöns, das hier. Das könnten wir hier auch drauf machen. Dann haben wir ein bisschen Dursti. Und dann könnte ich mir actually noch vorstellen, was ist denn, wenn wir hier oben einfach so ein bisschen Kerzen auch noch, also jetzt nicht so, so eine einzelne, das ist auch gar keine Kerze, Chris, guten Morgen, sondern, was ist denn, hier sind die, glaube ich, oder? Wenn wir, wo sind denn die jetzt, die Dinger? Waren hier nicht diese weißen... Doch, doch, da sind sie. Wenn wir davon hier hinten welche hinstellen. Einmal so. Und einmal so. Einfach so ein bisschen, um das Ganze so ein bisschen hier so aufzuhübschen. Damit hier ein bisschen mehr Farbe reinkommt. Wisst ihr, wie ich meine? Also nicht Farbe, sondern ein bisschen Helligkeit auch. Damit das alles so ein bisschen auf gemütlich aussieht. Ich finde das immer ganz nett.
wenn es ein bisschen gemütlich ist. So, ich glaube, es könnte eine kuschelige Ecke werden. Dann haben wir da den Getränkeautomaten. Das Ding habe ich ja auch schon verkleinert, da oben die Verüberdachung. Und dann hattet ihr allgemein noch gesagt, dass Pflanzen cool wären. Was ist denn, wenn wir hier hinten einmal in die Ecke vielleicht so ein Pflanzengedöns stellen? Das können wir ja hier vielleicht so hinstellen. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Und dann können wir ja hier trotzdem das Malerdings hinstellen. Dann haben wir hier ein bisschen Pflanzen. Und ich finde das Objekt eigentlich richtig cool. Das kam ja mit Werwölfe rein. Finde ich richtig nice. Und ich glaube, das passt hier auch. Guck mal, so in der Farbe. Und dann haben wir hier unsere Malersachen. Und dann finde ich eigentlich immer unter diesen Malersachen immer die Zeitungen ganz nice. Weil man tropft ja auch, ne? Und macht es ja sonst eventuell draggisch. Und dann können wir da einfach ganz entspannt malern. Und für die Romantik können wir hier auch nochmal so ein bisschen Lichter reinmachen. Können wir die vielleicht in einer anderen Farbe auch nehmen? Ja, easy. Und wir können ja hier ein bisschen mit den Farben spielen. So, wir sind hier einfach ein bisschen Villa Kunterbunt. Bisschen Villa Kunterbunt sind wir. So, und grün. Dann machen wir hier rot. Und da nochmal schwarz. So, das peppt das Ganze mal. Das Fernrohr finde ich hier eigentlich ganz nice. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht großartig viele Sachen dann zu. Und dann können wir hier zwischen einfach ganz entspannt die Yogamatte hinmachen. So, Yoga. Yoga, Yoga, Yoga. Welche nehmen wir denn dafür? Die hier? Ich finde eigentlich die immer ganz hübsch. Die könnte man doch hier ganz entspannt so. Einfach so, wenn du rauskommst, guckst in die Wälder. Naja, nun. Mhm, ja. Aber wir gucken denn hier lang in die Wälder von Granite Falls, so dass wir dann entspannt, ne? Also, ja, ihr wisst, was ich sagen wollte, oder? So, vielleicht machen wir einfach hier. Der war jetzt auch gut. Und du guckst ganz entspannt an eine Steinwand. Easy. Vielleicht machen wir da nochmal einen Blumenkasten hin. Und auch hier hinten machen wir dann auch noch einen hin, oder? Wenn schon, denn schon. So. Und hoch mit dem Ding. Wusch. Fertig. Nice. So, haben wir auch das hier. Ich glaube, jetzt sieht das Ganze doch schon ein bisschen gemütlicher aus. Doch. Finde ich schon. Mir gefällt's. Hier wäre mir das, glaube ich, zu viel mit den Blumenkasten. Obwohl, können wir das so lassen? Doch. Können wir eigentlich so lassen, oder? Perfekt. Hier haben wir die Yogamatte. Hier können wir rausgucken zu den Sternen. So. Zu den Sternen und hoffentlich nicht von einem Alien entführt werden. Und vielleicht können wir ja hier noch, wir haben ja hier das Spa-Set, ne? Spa, Spa, Spa. Müssen wir mal gucken, wo ist denn dieses, dieses Räucherstäbchen-Gedöns? Wo findet, wo ist, dieses Räucherstäbchen-Gedöns, so? Hm? Gartensteine? Die können wir ja auch noch davor schmeißen. Nee, das ist Räucherding so. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dieses, sag schon, dieses, ja, aus dem Spa-Set halt. Achso, ich kann ja auch noch Sets filtern. So, Packs. Wie heißt das nochmal? Nee. Tiny, tiny, Waschtag ist es auch nicht. Schick mit Strick auch nicht. Coole Dings, nein. Vampir, Wellness. Wellness. Einmal das hier, finde ich ganz süß. Ach, aber es ist nur ein Seifenhalter. Aber guck mal, dann können wir vielleicht hier vor einmal so, falls wir doll schwitzen, können wir uns das dorthin stellen. Und Wellness. Wo ist denn das hier? So. Hier, das hier meinte ich. Guck mal, vielleicht können wir das hier uns hier noch hinstellen. Einfach so, damit wir ein bisschen zen sind. Wisst ihr? So ein paar kleine, ne? Nee, das finde ich doof. Das finde ich eigentlich auch doof. Ihr habt recht. Ihr habt recht, Leute. Ihr habt
recht. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal hier so ein bisschen weiter ums Landscapeln. Da müssen wir ja auch noch einiges machen, damit es hier alles so schön wird, wie wir uns das vorstellen, ne? Also, wie ich mir das auch hoffentlich vorstelle und wie es euch dann letztendlich auch gefällt. Dass wir hier ein paar Sachen noch hinzimmern, dass das Ganze noch so ein bisschen mehr verruchter und verwuchter aussieht. So, ihr wisst ja, ich bin großer Freund von den Fausens auch, aber den würde ich, glaube ich, ein bisschen weiter vorholen, genau, so. So, aber von diesen Pflanzen bin ich ein sehr, 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 sehr großer Fan. Ich liebe die sehr. Die sind so schön. Ich finde, damit kann man so viel noch rausholen. Und bin sehr großer Fan. Sehr, sehr großer Fan. Und hier können wir ja tatsächlich ja auch mal gucken, ob wir denn hier so ein bisschen, weil wir ja hier in die Graslandschaft hier ja auch reingehen, ne? Wo ja hier die ganzen, also wo der Teich ja dann auch anfängt, dass wir so ein bisschen diese Teichromantik hier holen. Können wir das eigentlich nochmal, das Wasser nochmal einen Ticken höher holen? Oder läuft es dann über? Nö, das können wir eigentlich so machen. Perfekt. Sieht, glaube ich, auch besser aus, oder? Ja, das hier an der Seite kriegen wir dann noch weg. Das mache ich. Hier hinten können wir noch ein bisschen ein Bäumeli hinstellen. Vielleicht so einen etwas größeren. Eine größere Tanne oder vielleicht sogar gar sowas hier. So, oder auch beides. So. Hier hinten. So, was haben wir hier noch? So eine große Buschitanne. Große Buschitanne. Nee. So. Machen wir das mal eine Nummer kleiner. So. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Ich würde, glaube ich, hier hinten, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so viel machen, weil dies ist jetzt hier so ein bisschen, ist ein bisschen verschenkte Ressource, sage ich mal. Aber was sollen wir hier hinten großartig machen? Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, eine Tür rein jetzt zu zimmern, wäre jetzt auch nicht so das Klügste, um dort hinten das ausschöpfen zu können. Ich würde es jetzt einfach so mit ein bisschen Gras hier einfach alles ein bisschen zu wuchern lassen, sodass es halt eben hier hinten nicht so wirklich genutzt wird. Das ist dann halt Ressourcen, ja, machen wir uns einfach was Schönes draus. So, machen wir hier so ein bisschen Farbe rein in das ganze Gedöns hier. Ein bisschen Grün, schadet nie. So, dann machen wir hier nochmal so. Einfach mir nichts, dir nichts, einfach hinzimmern. Viele fragen mich immer auch so, Chris, wie machst du das eigentlich so mit dem Landscaping? Hast du da irgendwie ein Konzept oder wie gehst du da genau vor? Und ich muss euch ehrlich gestehen, so ein richtiges Konzept habe ich nicht. Ich schalle einfach, hört sich jetzt so lapidar an, aber ich schalle eigentlich selber nur hin, wo ich mir so denke, ja, könnte ganz cute aussehen, könnte ganz nice aussehen, passt auf jeden Fall auch in die Umgebung. Und dann mache ich das einfach so. Also da gibt es jetzt nicht so ein Geheimrezept, wo ich selber von mir sage, ja doch, das ist das Rätsels Lösung. Das musst du immer machen. Also ich habe schon meine Favorite-Pflanzen, das gebe ich zu. Die versuche ich eigentlich auch immer zu nehmen, wenn sie zum Stil passen. Ne? Also es ist immer stilabhängig, ob es jetzt richtig zu dem jeweiligen Gebiet auch passt. Zum Beispiel das hier sind eine meiner Lieblingsblumen. Die benutze ich ultra gerne. Wie auch hier vorne. Hier seht man eigentlich so, das sind meine Lieblingsblumen. Der Lavendel sind meine Lieblingsblumen. Das hier unten, die Bushies, finde ich eigentlich immer mega cute. Passen immer. Und ja, und so schaller ich das eigentlich nur hin und gucke dann eben und hoffe, aha, sieht gut aus. Mach weiter. Hier noch ein paar Steinis hin. Vielleicht können wir hier vielleicht das Ganze so ein bisschen seetauglicher machen. Dass es hier so ein bisschen nicht so abgehackt wirkt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde, manchmal wirken die Seen denn so, beziehungsweise die Teiche so, wenn man hier so die Ecken so sieht, und das gefällt mir dann persönlich meistens nie so. Deswegen mache ich das immer so ein bisschen gerne. So reißt das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Und ich weiß auch nicht, warum ich heute tausendmal ein bisschen sage, aber ein bisschen auf jeden Fall. Und ja, dass man dann hier
So ein bisschen. Na, perfekt. Das nochmal so ein. Verschönert, so ein bisschen wuchiger macht. So. Jetzt, Chris, hör doch mal auf, hier ein bisschen zu sagen. Was ist denn hier heute los? Hör mal. So, Steinis, wichtig und richtig. So, dann machen wir das gleiche hier hinten auch nochmal. Damit es ein bisschen. Chris. Du zahlst gleich 50 Cent jedes Mal in dein Sparschwein rein. Ich hab zwar keins, aber da muss ich mir wohl eins besorgen. So, da machen wir hier nochmal so einen hin. Hier können wir nochmal so einen Farn hinmachen. Ne, hier können wir nochmal ein bisschen Lavendel. 50 Cent Lavendel reinmachen. So. Ein Steini. Steini. So, und dann holen wir mal Sprüh. Wo ist unser Sprüh? Hier ist unser Sprüh. Dann machen wir das Ganze nochmal so ein bisschen hoch. Vielleicht nicht ganz so hardcore. Ein bisschen mehr waldlastiger hier. So. 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 Einfach. So. Damit ist alles so ein bisschen mehr. Ein Euro. Ein bisschen, ist mir jetzt auch egal, ein bisschen schöner aussieht. So, guck mal, was ich auch sehr oft mache, ist, dass ich mich an der Seite hier orientiere, was sind hier für Bäume und für Farnen, damit das Ganze auch so ein bisschen mehr in die, sag schon, in die gleiche Richtung geht. So, wenn man die gleichen Sachen benutzt, passt es durchaus sehr gut, weil, ne, passt denn. Hat Platz, hat Luft, easy. Wir könnten rein theoretisch ja mal gucken. Wir haben ja hier auch ein paar. Natürlich kommen ja auch unsere kleinen Glowtails hin, denn ich bin sehr großer Fan der Glowtails. Ich mag es, wenn es im Dunkeln dann, ne, sagt schon, schön aussieht. Dann machen wir hier so. Und Seerosen. Dann machen wir hier Enten rein. Einmal hier und einmal hier. Fischis können wir ja auch reinmachen. Und ein paar Libellchen, oder? So. Glowtail auch hier hin. Die Libellchen kommen dann auch dahin und dahin. Und dann haben wir ja hier, können wir ja mal gucken, ob wir einmal hier so eine Schildkröte machen. Ich glaube, das finde ich ganz süß. Ich glaube, das finde ich ganz cute. Ja. Ich glaube, das finde ich ganz süß. So, dann gucken wir mal, ob wir hier eventuell noch ein Bäumeli hinklatschen. Nee, der ist zu. Der ist auch zu gerade, glaube ich, oder? Haben wir hier nur die hier? Ach, wir haben nur die großen hier, ne? Nur die großen. Nur die großen. So. Dann gucken wir mal, ob wir den hier vielleicht so hinschallern und wir dann drumherum einfach nur so ein bisschen grün. Muss ja jetzt nicht so viel sein, aber so ein wenig. Ein wenig, ne, Leute? Ein wenig. Und dass wir dann hier das Ganze auch nochmal so ein bisschen verschönern, würde ich sagen. Hier einfach so ein bisschen überlappen lassen. Einen Übergang hierzu machen. So. Meini. Ich glaube, hier wird wild. Gucken wir mal, ob wir das hier mit. Nee, nochmal Pflanzen aufpeppen können. Das ist doch hier eine total blöde Stelle. Aber wir kriegen es gewuppt. Wir kriegen es gewuppt. So, dann haben wir hier den Farm. Den können wir hier nochmal platzieren. Und vielleicht auch hier vorne. Ja. Und dann können wir eventuell mal schauen, ob wir hier noch Blumen. Können wir das hier umdrehen? Ja, so. So.
Ja, sehr schön. Machen wir hier mal weiter. Hier können wir noch einen hinsetzen. Und dann... Ah, genau, die können wir auch benutzen. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch die Gräser hier so zwischen hinbekommen, damit das Ganze nochmal sich so ein bisschen abhebt. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön, perfekt. Vielleicht die hier auch noch? Ja, sehr schön. Wo ist denn hier dieses Farm-Ding? Ist das bei den Büschen gewesen? Genau hier. Vielleicht kriegen wir das ja... Oh, sehr gut. Sehr schön. Oh, cool. Nimmt langsam, aber sicher hier Form an. Cool. So, ich würde jetzt natürlich das noch schön finden, wenn wir diese Ecke da noch zukriegen. Das wäre ein Highlight. Ja, oh, sehr gut. Man muss nur den Winkel drehen. So. Dann können wir hier nochmal... Ne, haben wir hier drüben schon? Ja, aber wir können hier dann nochmal einen hinmachen. Hier müssen wir auch nochmal gucken, ob wir da irgendwas hinmachen. Aber nimmt langsam, aber sicher Gestalt an. Ich finde die hier eigentlich auch immer richtig nice. Ne? Wenn wir den dann nochmal kleiner machen, können wir den eigentlich mal probieren, hier so einfach mit hinzuschallern. Sehr schön. Und dass wir dann mehr mit Steinen hier noch arbeiten. Dass wir die vielleicht hier noch so reinsetzen, versetzt. Sehr gut. So ein bisschen die braunen Stellen abzulösen. Wisst ihr, wie ich meine? So, hier können wir auch einen hinmachen. Da können wir auch einen hinmachen. Ich finde, es sieht immer noch so ein bisschen... Das hebt nochmal alles so... Ja, ins Natürlichere rein. So. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal einen Blumen hinsetzen. Aber dann haben wir es auf jeden Fall schon auf der Seite fast. So, dann können wir hier nochmal... No, nicht da oben hin, bitte. No. So. Perfekt. Hier müssen wir noch ein bisschen Blumen machen. Hier sind wir noch zu nagelig. Zu nackelig. Da müssen wir wahrscheinlich wieder drehen. So, sonst meckert er rum und sagt, nö. Von vorne ist nicht so gut. Wir machen lieber umdrehen und dann platzieren. Aber so soll es sein, oder? Können wir vielleicht den hier noch platzieren? Ja. Und was ist mit dem? Auch. Sind da nochmal so zwei andere Blumen. Aber kommt. Sieht doch gemütlich aus, finde ich. Jetzt müssen wir nur noch die Seite hier machen. Und dann haben wir es. Dann sind wir echt schon fertig. Wow. Wowsi. Wowsi, dann sind wir echt fertig, Leute. Dann war das unsere erste Baureihe. Wild. Beziehungsweise die erste auch auf meinem Kanal. Das ist ein denkwürdiger Moment. Für die Menschheit. Für YouTube. For the Community. Nein, Quatsch. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war eine coole Baureihe. Das hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die so gut bei euch ankommt. Bin ich super ehrlich, ne? Habe ich wirklich gar nicht mit gerechnet. Und bin auch mit keiner Erwartungshaltung oder so rangegangen und war mehr als positiv überrascht, dass wir YouTuber achten ja doch tatsächlich, man sagt immer so, man versucht es nicht, aber man achtet denn doch schon so ein bisschen darauf, wie die Aufrufzahlen sind und dass die Aufrufzahlen bessere Aufrufzahlen sind als zum Beispiel meine Let's Plays. Das ist auch sehr wild, aber auch sehr, sehr schön, weil das gibt mir natürlich die Möglichkeit, mein Content denn doch noch ein bisschen anders zu gestalten und wenn ihr eher so die Bauer seid, was vollkommen okay ist, dann machen wir auch öfters super gerne Baureihen. Finde ich super. Mir macht es tatsächlich auch Spaß. Das ist immer so ein... Ich finde, es ist immer so ein angenehmes Aufnehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja nicht so, dass
Ja, mit Facecam und sonst irgendwas. Ich habe damit kein Problem mit Facecam, aber es ist immer, wenn ich mit Facecam aufnehme, es ist so eine übertriebene Nachbar. Es dauert so lange, die Videos zu schneiden und fertig zu machen, weil du dann das Video, die Videospur bearbeiten musst. Dann musst du die, die Kameraeinstellungen checken und gucken, ob dort alles okay ist und ob dort alles sitzt. Und dann musst du die Spur kopieren und dann dort nochmal einfügen. Und oh, das ist halt einfach so uff. Und hier bei diesen Aufnahmen, da mache ich einfach nur mein Aufnahmeprogramm an, schmeiße mein Mikrofon, was ja eh an ist, an und leg los. Und einfach ohne Komplikationen, easy peasy. Lemon Squeezy, das spart mir tatsächlich 2 Stunden Aufnahmezeit und Schneidearbeit. Und das enjoy ich mega, weil ich dann einfach mehr schaffe, auch in meinem privaten Leben. Denn ja, das habe ich ja auch noch. Auch während der Arbeit. So, ich mache das ja hier nicht alles hauptberuflich, sondern eher aus Just for Fun, weil es mir halt einfach super viel Spaß macht. Und ich mich dann immer freue, wenn es euch auch gefällt. Und ja, das ist das immer, es gibt mir dann immer ganz viel und freut mich einfach. Deswegen nochmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr die Reihen euch anguckt und ihr daran Spaß habt und Freude gehabt, genauso wie ich. Und das bedeutet mir The Welt. Wisst ihr? The Welt. Einfach The Welt. So, meine Lieben, wir sind fertig. Schaut es euch an. Unser schönes Haus am See. Ist es nicht wundervoll geworden? Ich lieb's. Ich bin jetzt mal hier mit dem Sim hier gerade hergedüst, um das Ganze mal hier auch zu sehen, wenn alles hier läuft und wenn hier alles easy peasy ist und alles schön ist. Guck mal, hier schwimmen die Entchen. Oh, wie schön. So habe ich mir das Ganze vorgestellt. Hier sind auch nochmal die Schwänelis und die Libellis, die hier rumfliegen. So habe ich mir das vorgestellt. Unsere Simmen, die geht ja schon mal rein und guckt sich um. Die macht nämlich gerade einen Tag Urlaub. Ja, wir sind fertig, Leute. Das war erstmal ein Baum. Aber das war unser erstes Bauprojekt. Ich bin sehr, 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 sehr stolz darauf. Ich bedanke mich, dass ihr so zahlreich mit dabei gewesen seid. Guck mal, da sitzt sie und liest sie und hat sich schon ein Buch geholt. Oh, wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir, aber ich glaube schon. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Baureihe, wenn es heißt Ab ins Gym. Dankeschön fürs mit dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.